Fakt ist, wir sollten jetzt mal anfangen zu gewinnen, weil sonst muss man auch nicht auf Ergebnisse anderer schauen oder sonstiges. Also klar ist, dass wir jetzt gegen Hertha ein sehr wichtiges Spiel haben. Ich habe das, die Frage war jetzt ja noch nicht so ganz da, aber hat ja auch vor dieser Woche von einer sehr entscheidenden Woche gesprochen. Es ist auch nach wie vor eine wichtige Woche für uns. Es ist allerdings aufgrund des fehlenden Bundesligaspiels gegen Frankfurt, hat die Woche ein bisschen eine andere Konstellation. Also ich würde da jetzt nicht von einem Endspiel oder sonstigem sprechen in Berlin um den Klassenerhalt. Das wäre verfrüht, aber ein Sieg wäre schon sehr wichtig. Ich erwarte einen Gegner, der schon die Stärken ausspielen wird, die sie in ihrem Kader haben. Das heißt für mich sehr viel Geschwindigkeit, sehr viel individuelle Qualität, gerade im vorderen Bereich. Eine Menge Spieler, die Spiele alleine entscheiden können. Ich glaube daran, und das sage ich auch, das sage ich auch voller Selbstbewusstsein, ich glaube auch an mich, dass ich, wenn ich eine Mannschaft zur Verfügung habe, die vollzählig ist, die wirklich trainieren kann, dass wir in der Lage sind, in einem relativ kurzen Zeitraum es wieder zu schaffen, uns Automatismen zu erarbeiten. Und da habe ich gestern einige Dinge auf dem Weg gesehen. Das kann ich mir trotz Mathe-Leistungskurs so schnell nicht ausrechnen jetzt, weil da sind ja eine Menge Partien, die noch zu spielen sind. Wie viele Niederlagen denn theoretisch noch möglich sind, bevor es rechnerisch nicht mehr machbar ist. Aber es ist auch ein Thema, mit dem ich mich eigentlich überhaupt nicht beschäftige. Ich rechne eher mit den Siegen, die wir brauchen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Und davon bin ich überzeugt und das werden wir schaffen.